Mahlzeit, Freunde. Weiter geht's mit It Takes Two, dem Koop-Action-Adventure, das aber auch gerne andere Genres ausprobiert. Nachdem wir in den letzten Folgen wahrscheinlich zweistellige Genres gezählt haben, fokussiert sich die 8. Episode wieder auf Adventure und Rätsel. Ich habe mich da ganz oft an die Zelda-Spiele und an Hogwarts Legacy erinnert gefühlt. Naja. Mit dem kompetenten Paper an meiner Seite gebe ich ab an Vergangenheitsbrahma und wir gehen direkt rein. Fandi? Fandi! Oh, sehr gut, Süße. Ja, ja, komm schon, Schatz. Oh, Fandi. Oh, alles gut? Oh, oh nein, du bist verletzt. Ich repariere dich. Das wird schon. Oh nein, Fandi, arme Fandi. Es tut mir leid. Tut mir leid, dass du dich verletzt hast. Nein. May, es funktioniert. Ja. Ja, sie weint. Ja. Ja. Jackpot. Okay, wir müssen da runter. Schnell. Ja. Bevor sie aufhört. Hier lang. Dann los. Oh, du meine Güte. Mach weiter, Süße. Oh, noch nicht aufhören, Schätzchen. Na los, lass alles rein. Ja, Süße, her mit den süßen Tränen. Oh. Genau so. Moment. Ein bisschen weird. No King-Shaming. Warum wird der Zauber nicht gebrochen? Keine Ahnung, die Tränen sollten funktionieren. Oh, nicht doch. Bitte nicht. Wir bleiben für immer so. Nein. Nein. Nein, nein, das kann nicht sein. Die Tränen sollten doch... Oh. Was ist das? Hey, May! May! Lass mich, es ist vorbei. Das ist anscheinend ein Brief von Rosie. Mama, Papa. Es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Was? Ich weiß, wie ich alles wieder gut machen kann. Alles, was ihr tun müsst, ist... Das ist es! Das ist die Antwort! Weiter! Wie brechen wir den Zauber? Alles, was ihr tun müsst, ist... Wow! Aha, nicht so schnell! Hey, gib das her! Das ist unser Brief! Ihr seid noch nicht bereit dafür! Arbeitet zusammen, um diesen Brief zu verdienen! Ihr müsst eure Beziehung reparieren! Nein, du Idiot! Na, herzlichen Dank! Du hast gerade unseren einzigen Ausweg zerrissen! Ja, das stimmt! In 4 Teile! Fügt alle 4 zusammen und ihr habt die Antwort. Oh, du stures Buch. Marley. Es ist Zeit, tief in eure Seelen einzutauchen und die 4 Seiten einzusammeln. Los geht's. Juhu. Hey, wo willst du hin? Hinterher. Gib uns den Brief. Ich weiß nicht, wer gerade alles im Stream ist, aber hat jemand eine... Mach uns los. Das ist Entführung. Oh nein, das hier ist Dr. Hakims Paartherapie. Macht euch bereit für die Achterbahnfahrt eures Lebens. Gib uns den Brief. Bravo, du hast von uns gesprochen und nicht von dir. Ihr seid ein Team. Oh, wir sind kein Team und wir haben auch keine Zeit für sowas. Zeit? Ja, gut, May. Das wird unser erstes Thema. Ha, also dann nehmt ihr... Euch beide genug Zeit? Okay. Weißt du was? Eigentlich haben wir... Nein, tun wir nicht. Ja, denn sie ist nie zu Hause. Entschuldige? Ich bin diejenige, die arbeitet. Ich kann ja nicht an 2 Orten gleichzeitig sein. Oh, es sei denn, du willst, dass ich mich klone. Klonen? Dein Ernst? Oh, bitte. Wie lächerlich. Für dich ist Zeit nicht relevant. Das ist lächerlich. Du hast keinerlei Zeitgefühl. Aha! Klonen und kein Zeitgefühl. Gut erkannt. Wir machen schon richtige Fortschritte. Prima, aufgepasst. Zwei. Oh nein. Wo sind wir?
Ich hab keine Ahnung. Hola! Ihr seid hier in der Kuckucksuhr eurer Familie. Wieso? May, du wünschst dir, dass du dich klonen könntest. Und jetzt kannst du es. Und Cody, du hast kein Zeitgefühl. Nun wird es dir möglich sein, die Zeit zu kontrollieren. Juhu! Wow! Sieh dir das an. Wow! Ja! Alter, cool. Ich kann die Zeit kontrollieren. Das sind wir beide. Ganz genau. Aber wie ihr sehen könnt, seid ihr auf getrennten Gleisen. Nicht miteinander verbunden. Folgt diesen Gleisen und sorgt dafür, dass sie sich wieder treffen. Vergesst das nicht. Wenn ihr das schafft, erhaltet ihr euren ersten Teil von Rosies Brief. Viel Glück! Wohin verschwindet er immer? Je länger ich dieses Buch sehe, desto mehr habe ich Lust. Das Buch meinte, die zwei müssen sich dieses treffen. Buch ja, zu verbrennen. Tun wir es einfach. Wir brauchen du kannst halt die Zeit. Den Zauber zu brechen. Genau das. Und ab geht's. Ha! Du kannst hier auch mit durch. Ja, mir ist gerade nicht ganz klar, was ich mit dem Klon-Dings anstellen soll. Weiß es auch noch nicht ganz. Kannst du dich vielleicht jetzt klonen? Willst du vielleicht erstmal den Schalter hier umlegen? Ich glaube, ich komme hier nicht durch rechtzeitig, oder? Ja. Gut. Vielleicht muss ich hier. Kann ich ihn. Kann ich. Macht hier das gleich wie ich? Nee. Nee, ich glaube, aber du kannst dich vielleicht klonen, während du den Schalter umlegst. Weißt du, was ich meine? Also, dass du das drehst, dann drückst du Klon und dann gehst du zum anderen. Vielleicht kannst du die Tür mit deinem Klon erreichen, bevor sie sich schließt. Okay. Okay, dann machen wir das. Ja, manchmal machen wir es uns einfach zu schwer. Ja, oh Gott. Ja. Jetzt kannst du wahrscheinlich da irgendwie einen Schalter betätigen und ich komme hier durch. Ja. Das war zu einfach, dass es hätte gehen können. So, ich kann diesen Haken, kann ich hier nach oben. Wahrscheinlich musst du an den Haken dran. Wo ist da der Haken da dran? Dass du nach oben gucken musst, um an den Haken zu springen. Der ist rechts. Und ich soll nicht auf die Plattform hier? Ich glaube nicht, nein. Zumindest denke ich das nicht. Wir müssen da beide durch, das kann auch sein. Okay, warte, vielleicht gehen wir doch erstmal die Plattform. Vielleicht doch eine gute Idee. Das habe ich jetzt gespeedrunnt. Ah, ach so, ja, okay. Ja, komm erstmal hoch. Ja, gut, war jetzt ein Denkfehler meinerseits. Jetzt kannst du da rechts, da links, rechts an den Haken. Rechts oben. Fans? Ich muss schon sagen, das sieht echt beeindruckend aus. Ja, wer auch immer das entworfen hat, wusste genau, was er... Was war das? Gut. Oh. Ein Gelichter. Da ist gerade eben der Falke runtergeflogen. Oh, ich hab ne Idee. Komm, geh mal auf diesen. Geh mal zum Falkenkopf, der da im Boden steckt. Ich glaube,
kannst du hin. Ich muss erstmal wieder. Ja, ja. Da hinkommen. Links von dir ist das jetzt. Ah. Jetzt rechts von dir. Da ist so ein Feigenkopf im Holzboden. Rechts. Ich bin was? Ein Feigenkopf im Boden? So, warte. Einmal nach links, warte. Dreh dich einmal. Weiter. Stopp! Und jetzt da rechts, da ist ein Falkenkopf. Das hier. Nein, links. Links, guck zu mir. Guck Richtung ich. Siehst du den sich bewegenden Falkenkopf da? Da sollst du drauf. Achso, das ist Richtung dein Kopf. Du kannst auf diesen Holzweg. Also hier vor mir ist ein Weg. Das ist Story of My Life, der Holzweg. Also hier vor mir. Wenn du zu mir gehst. Komme ich da hoch? Du kannst da einfach drauf springen. Was? Da auf den Weg da. Warum zeige ich es überhaupt? Du siehst doch gar nicht, worauf ich zeige mit dem Finger. Nee, rechts in der Mitte, da wo auch der Kopf da reinkracht, da kannst du auch drauf stehen. Ich bin verwirrt. Es ist spät abends. Ja, gut, ist verständlich. Also, der Boden, der hier einkracht. Da kannst du drauf stehen. So. Jetzt einmal auf den Kopf da drauf. Oder so. Ich denk mal, oder kannst du auf den Kopf da drauf? Nee, kannst du nicht. Ja, aber ich kann den. Kann damit interagieren oder so? Was steht denn da? Ja, wahrscheinlich Klon platzieren wahrscheinlich. Ach, ich mach jetzt mal was. Achtung. Wahrscheinlich soll ich den Klon auf dem Kopf platzieren und mich dann wieder dahin. Das kann sein. Vielleicht kannst du da jetzt drauf. Ich habe den jetzt ein bisschen runter gemacht. Mach nochmal den Kopf von dem Vieh runter. Das ist zu weit vorne, glaube ich, jetzt. Vielleicht so da circa vielleicht, ja. Ich denke zu weit hin und du denkst zu weit vorne. Also wir müssen uns in der Mitte treffen. Ja! Aha. Okay, also ich mach mal nach oben. Hoch. Ja. Ich mach das ganz langsam. Ja, wie sieht's aus? Kannst du da irgendwo hingehen? Da links ist ein Schalter. Holy shit. Ich glaube, wir sind durch, kann das sein? Schön wär's. Was ist jetzt noch? Nee, wir sind fertig. Ich glaube, hier musst du deine Zeitreise-Dingens machen, weil das war gerade. Du kannst hier einfach runterkommen. Meinst du? Ja. Meinst du nicht, dass hier dein
Nee, also das Tor ist jetzt einfach aufgegangen und die Charaktere gehen jetzt, sind jetzt, glaube ich, da ganz durch. Diese kleinen Figürchen, die wir hier durchschieben müssen, sind da durch. Jetzt können wir hier uns rüberschwingen. Sei nicht, ich habe jetzt irgendwas übersehen, aber ich meine nicht. Oh, was für eine schöne Oi! 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 Es war sehr lustig. Also, wo soll ich mich jetzt schwingen? Einfach rechts unten auf die Plattform. Und dann ist da in der Mitte sogar das zum Schwingen. Also noch weiter runter. Da direkt davor. Und da ist das Schwingsymbol gewesen. Dunkel, ne? Ja. Guck mal, eine schöne Eule. Ich hab hier Oi. Spaß. Okay, also ich kann diese Eule natürlich kaputt machen und wiederum nicht. Ah, ich sehe was. Kannst du da, also hinter dir ist ein Abgrund. Mhm. Dort ist so eine metallene Plattform. Das ist richtig. Stell dich da mal drauf, bitte. Achtung. Das will ich tun. Wow. So, und ich glaube, das kann ich jetzt als Elevator nutzen. Du kannst da rechts lang. So. Oh ja, 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 also. Jetzt hier weiter. Perfekt. Du kannst auch runterkommen. So. Und hier wird wieder geschwungen. Dunkel hier. Mhm. Ich stelle einmal die Helligkeit an meinem Monitor ein. Sehe ich das wenigstens ein bisschen heller. Wenigstens einer von uns einen Durchblick. Ja. So, dann wird mir zwar, wenn wir den Widescreen kriegen, mir mein Leben ausgestrahlt, aber dann ist das so. So, ich sehe jetzt das nächste Ziel. Hier, direkt da, wo ich springe. Naja, ah, ich sehe schon. Diese riesige Plattform vor dir, das ist gerade das Ziel. Okay. Wir haben hier 1, 2, 3. Nummer 1, dann geht das hoch. Nummer 2, dann geht das hoch. Nummer 3, wahrscheinlich da, dann geht das hoch. Hat dein Klon Gewicht auf so einem Knopf? Also hier auf so einem. Warum hat er ein Willing to Try? Wo soll ich denn den Klon? Komm mal hier. Erschaffen? Und hier, wenn du den da drauf platzierst, hat er Gewicht? Nein, hat er nicht. Okay. Wie lange hält das denn? Ich musste dich auch dann von einem Knopf zum nächsten teleportieren. Wäre jetzt noch eine Idee.
Ich glaube, die halten nicht so lange. Ah doch, die halten ein bisschen. Dann teleportiere ich mal zum anderen rüber. Ja. Oh, Cody, sieh dir den in der Mitte an. Sieht schön aus. Wow. Wie cool. Und wie schön. Aber wo sind die Holzfiguren? Was? Haben wir sie schon verloren? Oh, und jetzt? Weiß ich nicht. Sagt er das Buch, was wir machen sollen, wenn wir die Dinger aus den Augen verlieren? Nein, er hat immer nur weiter über die Zeit gequatscht. Ja, leider. Wieso hast du ihm zugestimmt? Naja, es ist wahr. Du bist nie da. Cody, denkst du wirklich, dass ich mir aussuche, nicht zu Hause zu sein? Keine Ahnung. Aber ganz genau so ist es. Und das schon lange. Ich hab doch keine Wahl. Was meinst du? Wenn ich meinen Job verliere, dann verlieren wir alles. Okay. Aber wenn du nie da bist, verlieren wir uns. Hm. Sieh mal, da sind sie. Hm. Los, folgen wir ihnen. I see what you're doing there, Cody. Du müsstest immer zwei Knöpfe drücken. Einmal links und einmal rechts. So. Yes, sir. Wir müssen diesen Figuren weiter folgen. Die Figuren brauchen unsere Hilfe! Okay, ich kann es hier quasi regnen lassen. Aber diese Dings müsste sich noch hin und her bewegen. Ich weiß nicht, ob ich was Richtiges tue. Ich glaube, ich bin da. Oh, ich muss mir. Du kannst es schon mal danach suchen. Also ich kann bei dieser Wolke, das siehst du ja auf meinem Bildschirm, kann ich das hier hoch und runter regnen lassen. Irgendwo da in dem Bereich bei dem brennenden Haus müsste etwas sein, wo du diese Wolke nach links und rechts bewegen kannst. Okay, dann lass das lieber mal checken, wenn's die Tage nicht besser wird. Sollte ich wohl. Wissenschaftler haben herausgefunden und sind danach wieder reingegangen. So. Hm. Hast du was herausgefunden? Oh ja, du kannst auf die Wolke drauf. Oh, Dick. Ich mache einfach zweimal denselben Fehler. Also, ob ich hier auf die Wolke kann, weiß ich. Oder ob ich hier überhaupt hoch soll, weiß ich aber nicht. Da ist ein Hebel, vielleicht. Deswegen, weil es wäre jetzt die Idee.
Das hört sich wieder gut. Ah ja. Jagen. Ja, weg. So, das ist weg. Das ist weg. Wieder mal Erfolg gehabt. Und weg sind ja, sie. Weg. Ich frage mich, wo sie hinwollen. Weiter den ja. Auf der Rail lang. Ja, hätte ich dir vielleicht sagen sollen, dass wir weiter können. Hier einmal einen Knopf drücken gleichzeitig. Wie hoch geht es denn jetzt? Okay, warte, nochmal. 3, 2. So, sorry. Alles gut. Seht euch so. Bleib an den. Seht euch diesen hübschen Holzkerl an. Er sieht tatsächlich ziemlich gut aus. Alles klar. Dann öffne jetzt einfach das Tor. Sollte ein Klack sein. Einfach hier drehen. Ich drehe den kleinen Zeiger und du drehst den großen Zeiger. Pflichtbewusstes Gelächter. Nein, nein, nein! Oh. Tut gar nicht weh. Wo wollen die hin? Wie sollen wir ihnen jetzt folgen? Cody, hör auf zu jammern. Finden wir einen anderen Weg. Ich hab nicht gejammert. Also bis jetzt finde ich das eine der besten Welten. Ja, ich finde das auch ganz schick. Bin ja mal gespannt. Also von einer Welt ich weiß ich noch... Mein Lieblingsbild ja. war der Baum bisher. Baum, ja, fand ich auch ganz geil. Wow, dieser Uhrenturm ist riesig. Ist das unser so Ziel? So ein Uhrensohn. Ganz genau. Aber um hineinzukommen, müsst ihr die Geheimnisse der kleineren Türme lüften. Uno, dos. Seht ihr? Nur eine Idee. Warum lässt du uns nicht in den großen Uhrenturm? Und das sofort. Ja, wir müssen so schnell wie möglich zurück in unsere echten Körper. Geduld, May. Zeit ist eine Illusion. Es gibt nur das Jetzt. Ja! Fühlt ihr es? Nichts anderes als jetzt. Alles geschieht. Jetzt, 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 jetzt. Fühlt ihr es? Oh ja, ich fühl's. Dass du extrem nervig bist. Genau jetzt. Jetzt. Hey, Buch. Was ist das für eine komische Kugel? Ja, das, meine Freunde, müsst ihr selbst herausfinden. Ich liebe wir sind Buch. Nicht seine Freunde. Hey, Cody, ich habe eine Idee. Vielleicht können wir diese Vögel nutzen. Okay. Am Anfang habe ich dieses Buch gehasst, jetzt liebe ich es langsam wieder. Wow! Scheiße, ey! Natürlich können sie das! Das sind Vögel! Klar, aber die sind aus Metall. Genau wie Flugzeuge, Cody. Schon klar, Frau Schlau-Schlau. Aber das sind keine Maschinen. Es sind fliegende Vogelmaschinen. Als bei Hogwarts Legacy. Sieh dir den Turm an. Oh, womit der Front. Womöglich könnt ihr dort landen. Wie steige ich denn mit dem auf? Mit B. Mit B steigst du auf. Ah ja. Ich bräuchte dich hier, wenn du dich ans Fliegen gewöhnt hast. Soll ich da landen? Ja. Mit A. Doof gefragt, wie lande ich denn? A. Ja.
Und dann noch einmal A zum Absteigen und jetzt können wir hier, glaube ich, runter. Okay, sind das jetzt so kleine Abschnitte? Ich bin gespannt. Eine gruselige Höhle. Lass uns schnell von hier abhauen. Warte, wir müssen erst die Rätsel lösen. Du klingst ja wirklich begeistert. Naja, diese Symbole sehen interessant aus. Was sie wohl bedeuten? Okay, wir haben eine Biene, einen Hund, eine Sonne. Sieht so aus, als könnten wir die reinhämmern. Einen, wie heißt der Vogel? Rotkehlchen? Nee. Keine Ahnung, und eine Katze. Wie heißt der denn? Egal. Okay, es sind offenbar Tasten oder so. Ja, die müssen wir wahrscheinlich in der richtigen Reihenfolge tun. Die Frage ist, was ist die richtige Reihenfolge? Ich kann hier den Weg erscheinen lassen, hier könntest du rüber. Muss ich erstmal hier bleiben. Ein Geist! So, nicht so. Das war auch nicht. What? Was ist das Schönes? Viel dunkel. Jetzt ist das wieder unten. Wenn du jetzt den portierst und beeilst, müsstest du da durchkommen, theoretisch. Dann muss die... Okay. Okay, hier habe ich jetzt ganz viele Uhren. Ganz viele Uhren. Und wahrscheinlich die 6 Symbole, wa? So ein Uhrensohn. Okay. Was ist das Rätsel, ist die Frage. Und hier ist ein Tor. Ja, ich habe auch ein Tor. Wir sind jetzt beide in der Sackgasse. Aber du hast die Uhrzeit vielleicht wichtig? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich vielleicht die kleinste zur größten Uhrzeit. Möglich, ich weiß nicht. Musst du mir halt nur sagen, in welcher Reihenfolge ich das drücken muss. Das ist eine gute Frage. Soll ich dir die Uhrzeiten sagen oder was möchtest du von mir wissen? Sag mir die Symbole von der kleinsten zur größten Uhrzeit. Da hast du die Tiere drüber. Da drüber sind die Tiere. Beziehungsweise die, ne, die Symbole. Und dann das Kleinste zum Größten. Okay, also wir haben hier um 2. Jesus. Ne, wir haben hier um 1. Dann haben wir um 2. Wir haben um 4. Um 7. Um 5 und um 9. Okay, dann brauche ich halt die Symbole über die Uhren, ja. Dann fangen wir mit um 1 an. Okay, das ist... Darüber ist der... Was ist das? Kannst du auf meinem Bildschirm entziffern, was ist das? Das müsste die Biene sein. Okay, und dann gehen wir jetzt zu um 2. Damit die Taube oder den Vogel. Ja. So, um 4 müsste das nächste sein. Ja. Katze. Das ist die Katze, ja. Okay. So, dann haben wir um 7. Um 5 wird das nächste sein. Das ist der Halbmond. Ist drin.
So, hier haben wir um 9. Da gehen wir zuerst um 7. Das ist. Was ist denn das? Ein Hund ist das. Und dann noch die Sonne. Oh. Hat der Challenge schon ausgereicht. Oh, perfekt. Jedenfalls ist jetzt hier das Tor offen. Hier, hallo. Oh, schön, dich wiederzusehen. Naja, ich dachte, ich nehme mir Zeit für dich. Ja, hier. Hallo. Ich gleich mal gucken, ob du irgendwo die Helligkeit einstellen kannst. Das ist wirklich sehr dunkel. May, ich mag diese komischen Lichter nicht. Sieht gefährlich aus. Ja, absolut. Ich glaube, wir brauchen sie. Brauchen? Wofür? Um das auszuschalten. Das sind Urvögel. Gar nicht. Okay. Ich glaube, ja, auf der anderen Seite war der andere Mini-Uhrturm. Ich glaube, da müssen wir jetzt auch noch hin. Ja, looks like. Aber können wir einmal kurz appreciaten, und das will ich jetzt einmal kurz anmerken, das sieht, trotz dessen, dass es ja auf der Switch läuft, sieht das hier außenrum echt geil aus. Ja, mit diesem Kraftfeld. So. Boah, ist schon wieder so dunkel. Und ich habe meinen Monitor voller Helligkeit. Wie Sie sehen, war das nicht richtig. Nee. Blau. Jetzt grün. Ah, oh, oh, das wird lustig. Das höre ich ungern. Also, oben. Also kann man da einfach durchspringen, ja? Naja, über der Tür ist eine Uhr. Und die Farbe, die gerade leuchtet, ist auch die, auf die du gerade treten kannst. Ah. Ja, war's auch. Zu kurz? Hm. Schwein. Warte, ich muss jetzt noch nachkommen. Ich bin aus Versehen gestorben. Oh. Ich bin wieder gestorben. Ups. Hey, Alter, das gleiche Spielchen oder? Ah, nee, doch. Oder? Sieht so aus. Ich glaube, du musst ja erstmal schwingen. Look at this! Ich kann hier eine Brücke machen. Da kannst aber wieder nur du rüber. Okay. Ist das hier was? Oder ist das nur Deko? Ja, oh, ja, bitte guck da einmal kurz, was du da machen. Also, du hast einen Dreiecksschalter und einen Vierecksschalter, habe ich recht? Das ist korrekt und ich habe hier noch. Nee, das ist nur Deko. Aber ich habe ein Viereck, ein blaues Viereck und ein Dreieck. Dreieck, ja, dann geh mal auf das Dreieck bitte. Kann ich einmal gucken, was hier passiert. Ah, okay, ich verstehe, dann geh mal auf das Viereck bitte. Okay, I understand. Gut. Dann geh einmal auf den Dreieckschalter, bitte. Ich habe schon eine Idee. Ich muss ja ganz schnell vom Dreieck zum Viereck. Dann ja. Sepp ich mich denn? Musst du da einmal ein bisschen stehen bleiben. So, und jetzt kannst du dich teleportieren. Und stehen bleiben. Oh! Okay. Ja, also, Kinderspiel!
Gut, jetzt kann ich das für dich kontrollieren. Kannst du somehow zurückgehen? Hey, die Brücke ist halt weg, ne? Die kriege ich auch nicht wiederhergestellt. Kann ich denn nicht von hier aus zu dir springen? Nee, das kannst du nicht. Er ist ganz schön weit. Ich glaube. Warte mal, okay. Ah, du kannst das schwingen. Du kannst das schwingen. Da oben. Das war zu weit. I guess so. Kommando. 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 Und jetzt. Wie ein Spaziergang im Park. Das war lustig. I like. Mhm. Da sind unsere Vögel. Okay. Dann habe ich hier ganz viele Besucher. Hab einen erwischt! Oh, das wird chaotisch! Dann können wir jetzt auch noch schießen. Feuer frei! Nein, sind diese Boote weggegangen. Ah, okay. Also du musst diese Dinger aus der Luft fischen mit X, dann ziehen und auf diese Mini-Uhrtürme werfen. Mhm. Checke. Einer ist schon gut. Ich fliege mal ein bisschen rum. Das ist, macht gerade so viel Spaß. Die Vögel. Darauf zielen. Und. Okay. Du kannst auch stehen bleiben mit dem Vogel, das ist, glaube ich, etwas besser. ZR angreifen. Perfekt. Up to the middle. Hello. Sprünge. So.
Kannst du es auf der anderen Seite auch? Das müssen wir, glaube ich, auf beiden Seiten machen. So Dauerwandsprünge sind das. Aber ich komme noch nicht hoch. Ja, alles gut. Das ist soll so. Aha. Du kannst aufhören. Huh, das klingt gar nicht gut. Müssen wir ihnen wirklich folgen? Ja, oder wir kommen nie hier raus. Gut. Ladies first. Ach, so ein Kavalier. May, bewegt sich die Wand etwa? Ja, lauf! Wohin soll ich denn laufen? Mayday. May, tu doch was! Was? Ich? Tu du doch was! Ich kann es nicht verlangsamen! Hilf mir doch jemand! May, beeil dich! Ich bin... Wow, ich dachte fast, wir schaffen es nicht. Oh, fast. Shit. Ich hab uns schon als Briefmarke gesehen. Bitte sei still. Bis hierhin jedenfalls. Es ist sehr dunkel. Wir drehen das Ding irgendwie. Ich glaube, wir... hör einfach. Dreh sie drehen. Richtig herum, May! Zweite Passage. Geil. Ja. Und all die coolen mechanischen Teile. Aber ohne wirkliche Funktion. Dieser Ort ist zwar wunderschön, aber es ergibt einfach keinen Sinn. Warum ja, muss für ist. Dich immer alles einen Sinn ergeben? Mir fällt gerade das... Ja was verstehen. Und das Genre nicht ein. Oder vielleicht kann man einfach nicht alles 2D. Erklären, was im Leben passiert. Ein Metroidvania. Der Gedanke gefällt mir gar nicht. Oh. Nice. Okay, nehmen wir kein Metroidvania. Sollte wahrscheinlich einfach nur ein cooler Moment sein. Wahrscheinlich. Der Kerl gefällt mir gar nicht. Entspann dich. Er kann sich nicht bewegen. Ich bezweifle stark, dass der nur Deko ist. Er ist offensichtlich ein Torwächter. Ja! Ein Torwächter! Mit einem großen Schwert. Das ist ja wie, es erinnert mich an Hogwarts Legacy. Oh, Schlüssellöcher! Sieht aus, als bräuchten wir ein paar Schlüssel. Ich gehe mal hier lang und guck mal, ob was passiert. Vielleicht musst du mitkommen. Ich glaube, du musst mitkommen. Also ich kann hier ganz viel mit meiner Uhr machen, aber das kann ich halt nicht ausnutzen. Zum Beispiel hier kannst du Wandsprünge machen. Ich bin nicht abgefolgt. Wo bist du denn? Hier, ich stehe neben dir. Hier kannst du rein. Jetzt muss ich gucken, wie wir weitermachen. Okay. Ich
kann ich hier die eine Plattform erschaffen. Kannst du mich einmal hier nach oben lassen, bitte? Ja, kann ich. Da war eine Plattform, die ist sogar verschwunden. Verschwunden, ja, als ich. Das kann ich machen. Springen wollte. Okay. Das dauert aber, bis das da drüben fertig ist. Das dauert sehr lange. Hm. Mit einem Klon vielleicht, dass du da einmal irgendwie. Nee. Oder? Nee, wie soll man das denn machen? Also das dauert viel zu lange. Warte mal, wie kann man das machen? Das kann ich denn da oben noch. Okay, das kann ich hier einfach nur rüberschießen. Das bedeutet, du musst da rüber und dann hier irgendwas machen. Ist die Frage, schafft man den Sprung? Nee, den Sprung schafft man nicht. Kannst du darauf stehen jetzt? Ja. Was vergesse ich gerade, was ich machen kann? Warte. Muss ich vielleicht lang genug bis zum letzten Moment auf der ersten Plattform stehen? Da muss man gucken, wann der letzte Moment ist. Ich glaube, vielleicht so kannst du vielleicht noch stehen. Okay. Und jetzt springen. Ich glaube, mit dem Flitzen komme ich vielleicht weit genug. Das könnte sein, aber nicht, dass du rüberspringst. Ey, ich habe es ja mit dem Doppelsprung knapp nicht weit genug geschafft. Also vielleicht mit dem Flitzer sollte es funktionieren. Okay. Keine Ahnung, ob das so gewollt war, dass man es wirklich so macht, aber es hat funktioniert. Ja. Dann geh doch mal da auf die Plattform, bitte. Die schräge. Achtung! Oh, sieh doch! Schlüssel! Da soll ich mich doch schon klonen. Safe Call. Komm mal runter, bitte. Komm runter! Okay, Oh. Danke. Ich dachte, du bist ja drunter, da weggegangen. Tut mir leid. I'm sorry. Okay, jetzt mach ich's nicht. Warte. Okay. Ja, und jetzt? Jetzt bist du gefangen in meinem Käfig! Klon wahrscheinlich. Hast du das mit Schlüssel? Oh, okay. Ich würde da weggehen. Du hast den Schlüssel, alles was wir brauchen. Okay, das heißt, wo soll ich hin? Wieder zurück, da wo wir gerade eben waren. Und dann mit dem Schlüssel irgendwas machen. Wahrscheinlich kannst du irgendwo diesen Schlüssel dann einstecken. Ich bin gerade in ein riesiges Schlüsselloch gefallen. Cool. Nee, nicht hier. Kannst du hier was machen? Das hier sieht auch besonders aus. Ah, nee, da hinten. Ah, das wird mir nicht angezeigt, weil ich die Schlüssel in der Hand habe. Okay, let's see. Ich
glaube, wir brauchen mehrere Schlüssel vielleicht. Also ja, ich konnte gerade den Schlüssel hier rein tun. Ja, hier drüben kann noch einer rein. Also brauchen wir noch einen Schlüssel. Wahrscheinlich, ja. Hier können wir aber auch hier wieder weitergehen. Was sind denn das hier für Symbole? Das ist ja anscheinend keine Zielanzeige. Diese beiden Figuren hier, das sind die, die wir bis zum Ende bringen sollen. Darum geht's gerade. Die sollen uns darstellen und symbolisieren, dass wir Zeit füreinander finden sollen. Deswegen sollen wir die zusammenbringen. Aber die seid getrennt. Es ist einfach nur unser Hauptziel, gerade die beiden zusammenzubringen. Eine Jump'n'Run-Passage. Kabuff. Boah, das wird schön. Ich kann dir was ganz Schönes machen. Ich bin besorgt. Ich musste hier wirklich wieder ganz viele Passagen leiten. Guck mal da unten, da ist eine Platte, da kannst du drauf. Nee, erstmal gehe ich runter. Okay. Jetzt stehe ich drauf. Eine Klon, bitte. Ich hab den noch einmal löschen. Ich glaube hier, I guess. Wenn ich mich jetzt richtig positioniere. Vielleicht so? Okay. Kommst du auf die Schraube so drauf? Beweg dich kurz nach oben. Soll ich weiter nach rechts wahrscheinlich, oder? Ich weiß es nicht. Warte. Lass erst mal. Oder. Warte, ich drehe einmal kurz ein bisschen. Ah, okay. Das heißt hier. Klon. Ja. Und jetzt. Drehen. What? Achtung, dass du runterfällst. Mir ist nicht so ganz klar, wo ich jetzt so bin. Ich lauf einfach im Kreis. Das ist so eine Spirale, die trägt dich schon dahin, wo du hin musst. Ich sehe die Schlüssel! Ja, lass mich das wieder machen.
Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Brahma mit einem Schlüssel. Auf einer Rail. Nice. So, wo soll das denn am besten hin? Das soll erstmal hier runter, ne? Und dann hier, I guess. Ich gehe mal zum anderen Schlüssel. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir die drehen müssen. Beide. Wie viele Schlüssel fehlen denn noch? Ich glaube gar keine. Also wir haben beide Plätze befüllt. Okay. Müssen wir denn hier was tun? Ich glaube, wir müssten beide Schlüssel drehen. Ich stehe schon an einem. Du bist es auch zum anderen, glaube ich. Ich hab ein Déjà-vu. Ich war der Einzige. Ist ein Skarabäus. Ich glaube kaum, dass es den Bullen interessiert, Cody. Es ist ein Stier. Geh mal da auf den Knopf da. Hey, vielleicht kannst du ihn mit deinem Klon austricksen. Ich glaube, du musst im richtigen Moment ausweichen. Das sieht zumindest sehr danach aus. Ah, okay. Ah, I know how. Ja, ich habe auch eine Vermutung, was ich tun muss. Ja. Denken wir beide sehr gut gleich. Ich werde mich dem annehmen. Ja. Schön, dass wir beide gleich denken. Die Steintafel sieht aus, als könnte sie ihm wehtun. Oh, er stürmt gleich los! Jesus Christ. Er hat ihm das Trockenfutter weggenommen. Warte. Pass auf, May! Hast du schon richtig gedacht, dass ich irgendwo mir einen Klon aufstelle, dann auf das Platte gehe und im richtigen Moment mich wegteleportiere, oder? Ja, ich glaube, so geht das. Ich glaube, das Problem ist da mehr der richtige Moment. Ah. Nee, das war zu viel. So, mach wieder auf. Drückt die aber auch eine Kombo, holy shit. Klon hast du schon platziert? Ja. Dann drauf mit dir. Nice. Ja, wir haben ihn. Okay, hey, schau nochmal dasselbe. Ist jetzt der Boss, hä? Das war gerade ein sehr lustiger Moment. Wer ist jetzt der Boss? Boom, hey, tot. Bulle, wer ist jetzt der Boss, hä? Nur noch ein paar Treffer, May. Hast du Klon platziert? Ja. Ich hoffe. Ich möchte einmal kurz betonen, dass gerade dieser Bossfight
zwei Sachen verbindet, die wir beide gehasst haben. Und zwar fallende Objekte von oben und irgendein Monster, was die ganze Zeit auf uns draufballert. Nette Kombi. Warum? Ich hab... Autsch. Autsch. Okay, ich mach gleich wieder normal. Ich mach gleich wieder frei. Okay, ist frei. Sehr nice. Das sollte gereicht haben! Jetzt ist er richtig wütend! Nice! Das ging besser als erwartet. Endlich! Er ist erledigt! Das war ein harter Kampf. Oh, ich bin fix und fertig. Ja, aber wir bleiben lieber in Bewegung. Jetzt. Komm! Oh. Ah, du hast hier was zum Springen. Sollen wir auf den Stierkopf oder wo ist er? Nee, du kannst da weiter oben, kannst du wieder schwingen. Ich glaube, du musst einfach hoch. Anwesend. Oben ist es wieder schwingbar. Oben links. Ja. Ist immer noch nicht ganz so gut, da durch muss. Klappt okay. Dann hast du da noch einen Schalter. Da diese Vogelstatue da. Rechts. Da. Ja, wurde gerade gespeichert. Also, ja, wir sind stehen geblieben hier in dem großen Uhrturm. Also wir sind gerade dabei, diese vier Zettel zu finden. Diesen Brief zusammenzustellen, den uns das liebe Buch zerrissen hat. Und sind gerade im Uhrturm, um den, ich glaube, ersten Zettel zu finden. Und den zweiten, ich bin mir gerade unsicher. Und deswegen, wir sind auch schon kurz vorm Ende des Kapitels, glaube ich. Bin mir unsicher. Ich find's gut, und ich kann hier was mit meiner Uhr machen. Ich finde es gut, dass das für die Zuschauer nochmal zusammenfasst, weil ich habe auch gar keinen Plan mehr. Ja, deswegen. Ich bin immer up to date. Ich kann hier das links und rechts schieben. Ich glaube, du musst hier Wandsprünge machen. Du musst da Wandsprünge machen? Du gehst nach links, machst du Wandsprung und ich schieb das nach rechts. Und dann boom, boom. Ah, weißt du? Okay. Wir können es mal probieren. Weiß ich nicht, ob das... Kommst hoch! Ja, langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Oben? Das war es oben? Das ist richtig. Es war so nicht geplant. Aber ich wollte erstmal zeigen, wie es nicht geht, bevor wir es jetzt richtig machen. Jetzt ging es auch deutlich einfacher. Immer erstmal üben. Ja, wie komme ich jetzt hoch? So, wie spiele ich das Spiel jetzt durch? Genau, du wolltest meine Hilfe. Das sieht mir verdächtig so aus, als ob ich etwas damit tun soll. Ja, da steht auch ein X-Knopf. Solltest du X drücken.
Ich kann schieben. Ich vermute, das war... Hast du nicht so ein... Oder war das schon früher, dass du so ein... So ein Zeit... Rückzieh-Dinges hast? Ja, das ist unsere... Das ist meine Fähigkeit hier auf der Ebene. Und du kannst deinen Klon erschaffen. Siehste, ich bin so klug. Ich hätte wahrscheinlich klug, damit draufkommen sollen, oder? Bevor du da... hinfliegst. Oh, wir müssen doch wahrscheinlich hier oben weitermachen. Mhm. Ich denk mal, dass es hier weitergeht, weil hier ist eine riesige Treppe. Aber die geht, die bricht wieder zusammen. Ich hab eine Idee. Komm mal da hoch. Ich warte lieber, bis das wieder kaputt geht und sich zusammensetzt. Nee, geh mal. Mal die Treppe hoch, bitte. Okay. Zieh da dein Clone. Jawohl. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Ja. Zieh dich hier drauf, dann gehe ich hoch und du teleportierst dich nach. Ist das smart? Viele Menschen sagen, die Jugend ist dumm, aber ich bin das ich bin der Beweis, dass es nicht so ist. Du, also wahrscheinlich war es die richtige Idee, wahrscheinlich habe ich das irgendwie falsch gemacht. Du hast einen weiteren Klon platziert, dich nicht teleportiert. Ich glaube, fürs Teleportieren musst du. Ja, das ist eine andere Taste, sorry. Da habe ich mich vertan. Ein seltener Fehler. So ein Endboss, der so die Treppe vor sich erschaffen lässt. Der da hoch. Kann ja mal kurz ein Funfact raushauen. Also dieses gesamte Kapitel hier handelt darüber, wie wir diese beiden Figuren zusammenbringen müssen. Und das ist so im Zeitschema, weil das die Spieler lehren soll, dass man Zeit füreinander finden muss in einer Beziehung. Das ist die gesamte Moral von diesem Level. Gutes Gefühl bei der Sache. Und ja, kurz mal den Funfact raushauen. Jetzt spielen wir ein Mario Party Minispiel. Weil ich da so gut drin bin. Das hast du jetzt gesagt. Was muss ich tun? Über die Zeiger springen. Ja. Da, wir müssen den Zeigern ausweichen. Ja. Lange. Bist du klar, Brahma? Irgendwie nicht. Das fängt gleich wieder gut an. Geht zum Glück ja nicht so lange. Also mir geht's jetzt schon deutlich zu lange. Ist jetzt vorbei. Da ist die Tür. Ist wahrscheinlich einmal auf 0 Uhr oder so. Ich bin gestorben und jetzt dürfen wir nochmal von vorne anfangen. Ich bin wahrscheinlich in der letzten Millisekunde bin ich, glaube ich, gestorben. Ah. Ich mach's mir aber selbst schwer. Oh. Knapp. Gut. Danke. Du musst dranbleiben. Ich hüpfe wie ein Flummi. Anne. Was bist du?
Boah. Oh, verdammt. Ah. Das war fies. Das war echt gemein. Ah. Boah, wir sind fertig. Holy shit. Ja, ich bin jetzt schon fertig mit den Nerven. Haben länger gebraucht an der Stelle, als wir hätten sollen, glaube ich. Content, Content, Content. Let's go. Das bedeutet 3 mehr Folgen für Brahmas Kanal. Ui. Ui. Ach, da müssen wir... Sliden. Ich verstehe, das... Schwingen. Ui. Hab ich gerade Schwingen gehört? Schwingen, ja. Brahma, ich fliege! Achtung! Alter, nice. Oh. Weiter geht's! Hier zu mir. Ja. Setz da auf das Zahnrad und dann weiter. Daraus mache ich sowas von short. Hat Spaß gemacht, ja. Nee, ich finde dieses Seilschwingen finde ich eigentlich immer ganz lustig. Deswegen geht's jetzt auch weiter damit. Ey! Ja. Ach, ich liebe es. Oh Gott, da geht's! Oh, da geht's weiter. Das ist ein bisschen fies. So, da kommt gleich was. Da oben müssen wir, oder? Wo müssen wir hin? Da oben. Da. Bist du nicht fest. Da ist dieses eine Ding und das geht so. Kommt jetzt auf dich zu. Ist da. Dieses große Zahnrad, da hängt nochmal so ein Teil dran. Okay. Diesem länglichen Teil vom großen Zahnrad vor dir. Da ist nochmal so ein Teil dran. Ah. Kommt jetzt rüber. Ah, verdammt. Das war, glaube ich, nicht richtig. Jetzt wieder rüber. Ah! Achtung, jetzt wird es ein bisschen weird. Und. Hallo. Ah, oh, Herzchen. Oh. Was war das? Nein, ich will's gar nicht wissen. Ich will nur hier raus. Dafür ist es zu spät. Was war das? Das sieht mir Endboss-mäßig aus. Ja! Boah! Episch. Ist das ein mechanischer Vogel? Oder ist es ein echter? Ich glaube mechanisch. Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Du bist durch das Loch gefallen. Ja, aber konnte ich das beeinflussen? Ja, du konntest wie am Anfang, als wir da bei dem Staubsauger da geflogen sind, hättest du das kontrollieren können mit dem linken Stick. Oh, ah, okay. Ich drehe durch! Achtung, Schatten! Wieder einmal bricht uns der Boden unter den Füßen weg! Ein kleines Problemchen. Wir wollen dir nichts wehtun! Ich weiß nicht, ob ich den nicht wehtun will. Wie halten wir das Ding an? Oh. Ist mechanisch, hast recht.
Warte! Ich hab's! Okay, okay. Geschafft. Gut gemacht, Cody. Danke. Ah, da sind sie. Dann los. Oh, sieht das geil aus im Hintergrund. Erstaunlich, dass das die Switch hinbekommt. Ja, okay, jetzt ist 3 Uhr. Um 17.43 Uhr. Imagine, das wäre die richtige Zeit. Das wäre cool. Oh. Ah, das sieht geil aus. Jetzt haben wir übrigens auch nur noch ein Bildschirm, ne? Also kein Splitscreen mehr. Ja, ich glaube, das ändert sich gleich wieder. Es sei denn, wir haben jetzt einen Boss. Ja, es sieht mir auch so aus. Ja. Oh Gott. Also. Ah! Das ist der Uhrenturm des Todes! Wir müssen durchhalten! Oh Gott. So ein Uhrensohn. Ah. Platzproblem. Ist es vorbei? Das haben Ballons auch. So, das stimmt, ja. Mit der Uhr los, Hilfe. Lass wieder mit dem linken Stick steuern. Oh, was zum ist eine ehrenlose Uhr. Was machen wir jetzt? Vielleicht ja, ist Uhrensohn. Was sind diese guten Gags hier, sag mal? Oh ja, hat mir mal so ein nicer Streamer. Also ich erkenne da noch keinen Ausweg, May. Ich denke nach. Dann denk bitte schneller, ja. Es erinnert mich so ein bisschen an irgendein Spiel hat genau dieses Prinzip. Ich weiß nicht. Macht gerade nichts, ne? Sind wir vielleicht gestorben und müssen das wiederholen? Gott, das wäre traurig. Was ist passiert? Warst nee, das sieht mir nicht so aus. Nein, nein! Ich glaube, der Uhrenturm spielt mit uns! Hä? Aber ah, wir müssen die Uhren kaputt machen mit den Dingern. Aha. Es werden halt immer mehr Bomben, weil der Klon immer wieder da rumläuft. Mach alle Uhren kaputt! Das ist unser Weg nach draußen! Muss die auf so eine Uhr stellen. Mit einem Charakter, damit die dann explodet. Letzte Uhr. Haben wir es? Okay. Ja, ich denke schon. Oh nein. Haben wir tonmäßig eigentlich einen Lag, also einen Versatz oder? Ich glaube nicht. Okay, aber wir haben eine Explosion gut. In der Uhr. Das ist richtig. Krass aus. Explosionen sind selten gut für Technik. Hier geblieben. Rell, auch wenn es brennt, ist es echt schlecht für so eine Holzuhr. Cody, okay, geht es dir gut? An. Hier haben wir. Ja, also ich gebe mein Bestes. Keine Ahnung, wie lange ich das noch aushalte. Alles klar. Ich begebe mich dann zum Herzen der Uhr. Ist das, wo ich dich hinbringen muss? Also ich Ich kann dich nicht sehen, ich kann nur die Zeit da verschieben. Wir finden das schon aus. Also das ist zwar auf Zeitlupe, aber müssen wir uns beeilen? Weiß nicht. Weiß ja, auch, leider auch nicht, wo wir hin müssen. Ich auch. Steige auf die Plattformen, die erscheinen.
Ja, ich schieb die Zeit gerade in irgendeine Richtung und guck, ob bei dir dann eine Plattform erscheint. Klasse, Cody. Ich bin fast da. Ja, jetzt müsste da irgendwo eine Plattform sein. Glaube ich. Ah, da, warte mal. Warte, ich sehe es gerade. Nee. Ja, drüben. Von da kamst du doch, oder nicht? Ich weiß, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich hätte auch gedacht, ich muss in die andere Richtung, aber... Nee, von der Plattform kommst du, Okay, ja. Dann nochmal auf die drauf. Die lange. Halt mal die Augen auf, ich dreh dich mal weiter zurück. Hast du da jetzt irgendwas? Theoretisch müsste hier auf der Seite irgendwo eine Plattform kommen. Da unten ist eine. Meinst du vielleicht die? Geh mal drauf. Geh mal drauf. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo du drauf musst. Ich kann nur die Zeit verschieben. Ja. Okay, ich dreh mal irgendwo weiter. Theoretisch muss hier irgendwie in der Blickrichtung. Was war die von gerade eben? Okay. Ah, die bist vielleicht? Du die? Ja, nehme ich mal. Auf der warst du noch nicht. Dann. Die kommt mir neu vor. Hä? Die dann wahrscheinlich? Also, oh! Oh, das ist schon eine Zeitlupe. Ist da? Ich kann ihn noch ein bisschen auf zu dir hinbewegen. Ja, okay. Ich drehe mal nach unten. Ah, komm. Warte auf die Plattform drauf, würde ich sagen. Ich? Yo, let's go! Ab ins Uhrenwerk! Shit. Heiliger Strohsack! Das nenne ich eine große Explosion! Sehr schön. Ich stehe da so bei... Ja. Okay, das... Okay, nochmal. Ich glaube, das war auf Zeit. Ich glaube, du warst... Also, ich konnte mich halt nicht mehr bewegen gegen Ende. Also, ich glaube, das lag, weil du mit langsam warst. Oder einmal gestorben bist. Aber jetzt... Klasse Teamwork! Eure Beziehung ist jetzt besser aufeinander abgestimmt. Fühlt ihr es, na? Sagt mir, dass es fühlt. Na los, sagt mir, dass es fühlt. Na? Ich fühle mich gefangen. Hey, hältst du dich bitte an deinen Teil der Abmachung, großes Buch der Wahrheit? Aha, okay. Die Tour willst du also? Ja. Aha. Okay. Ja. Sicher? Ja. Okay. Ja. Aha. Okay, los geht's! Funktioniert. Unsere Kuckucksuhr läuft wieder. Das wird Mama aber freuen. Sie wartet nun mal nicht so gern.